Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Mühlenkreis Mittelland. Ich bin der Shorty von der Test Area. Und es ist ein neues Projekt, das ich vorhabe. Also eigentlich ist es nur so eine Art Zwischenprojekt, so ein bisschen experimentieren für mich. Ich habe da kein ernstes Ziel gesetzt, aber mit euch zusammen dann halt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, im Augenblick ist es so, ich habe jetzt nach der neuen Mini-Brunnen habe ich mir sehr, sehr viele Maps angeguckt und es reizt mich nichts, ne? Es gibt keine Map, wo ich sage, boah, die musst du jetzt spielen. Der LS22 ist, was das angeht, sehr, 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 sehr mager ausgestattet. Die tollsten Maps sind für mich quasi schon weg. Hoffen wir mal, dass in naher Zukunft was Neues kommt. Ja, es ist natürlich Geschmackssache, ne? Aber ganz ehrlich, ich bin durch den Landwirtschaftssimulator 19 so verwöhnt, was Maps angeht. Da haben die sich noch richtig alle ins Zeug legen können. Und hier, das hier im LS22 ist. Na, vielleicht kommt noch was. Die Mühlenkreis Mittelland kennen wir auch aus dem LS19. Hier hat der Ansgar von Nordrhein TV Play auf der Map auch mal ein Rollenspielprojekt am Laufen gehabt. Im LS19 habe ich auch gespielt, allerdings sah es da sehr, sehr anders aus. Was ich mich jetzt noch getraut habe zu machen, ist einmal, ich habe das saisonale Wachstum aktiviert und ich habe für dieses Projekt Precision Farming mit reingenommen. Ich habe da null Ahnung von, ne? Null. Absolut null. Und ja, mal sehen. Irgendwie werde ich da mich durchwuseln und das lernen, was man da zu machen hat. Ich habe schon mal im Hilfemenü nachgeschaut, aber da ist Production Revamp, Platinum Expansion, Akademie, verschiedenes, Wirtschaftsgrundlagen, Forstwirtschaft, Tiere, verbesserter Ertrag, Kalken düngen, Unkraut entfernen, Steine sammeln, das kennen wir alles. Fruchtsorten, Grundlagen. Aber hier ist nichts drin tatsächlich für mich über dieses Precision Farming. Ja, da werde ich wohl viel googeln müssen. Es muss dann aber vielleicht immer mal wieder ein paar andere Sachen geben. Unter diverses vielleicht. Ja, hier zum Beispiel, ne? Isaria Scout. Das ist das Bodenprobenlesegerät. Alles klar. Mit dem Pflanzensensor ist es möglich, den genauen Stickstoffbedarf deiner Pflanze zu erkennen und präzisere Düngenmengen auszubringen. Da haben wir schon mal den Hinweis, dass Stickstoff mit Düngen zu tun hat, ne? Ja. Und apropos Düngen, gibt es hier, ne, Düngerstreuer. Neue separate Düngerstreuer gibt es nicht. Aber ich glaube zu wissen, ach, dass bei den Traktoren, ich gehe mal in die Mittelklasse, Mario und lala hier, Isaria Pro Kompakt. Das ist der Aufbau. Der Isaria Pro Kompakt misst den wirklichen Stickstoffbedarf der Pflanzen während der Überfahrt. Mit diesem Sensor erhält man präzisere Daten über den benötigten Stickstoff. Mit Hilfe dieser Daten ist eine genauere Düngung möglich, was letztendlich zu einem höheren Ertrag führt. Im Vergleich zu Isaria Pro Aktiv benötigt dieser Sensor Tageslicht. Gut, das wissen wir dann jetzt schon mal. Aber ich glaube, es geht ja bei der ganzen Geschichte nicht nur ums Düngen, ne? Irgendwie geht es ja auch ums Kalken, aber das finden wir auch raus. Früher oder später, irgendwie. Hexenwerk kann es ja nicht sein.
spielen ja schon sehr viele damit. So. Oh, der Anhänger gefällt mir. Das ist schon mal gut. Wir haben ein Pickup, das ist schon mal gut. Das ist hier ein Kuhstall und keine Tiere drin. Das ist schon, das macht den Start schon mal einfacher, wenn man keine Tiere hat, ne? 80 Tiere passen rein. Das ist völlig in Ordnung. Mistbox. Das ist ein Abschieber. Gucken wir uns das alles gleich ein bisschen genauer an. Ne? So, hier ist... Das scheint nur optischen Güllelager zu sein. Nee. Hier, Kuhstall groß. Okay. Und was ist hier? Gucken wir mal. Ist nur eine Halle. Ah. Die Halle kommt mir bekannt vor. So. Schau an. Ja, hier ist Platz für Geräte. Hier ist auch ein bisschen was drin, ne? Ich habe noch keinen Traktor gesehen. Da. Augen auf. Ja, die müssen wir natürlich, die ganzen Anbauten für Precision Farming noch anbringen. Durchfahrsilos, aber ich bin ja sowieso kein Durchfahrsilo von... Ah, ein Güllefass. Das ist schon mal genial. Schafis. Sehr gut. Ja, auf dieser Map werden wir einiges selber ergänzen müssen. Das ist nicht schlimm, das heißt... Ja, auf dieser Map gibt es einige Freiflächen, wo wir eigene Produktion bauen werden. Mal sehen. 2 Millionen Liter Kapazität. Das Silo ist leer. Ah, das wird ein Standard-Silo sein. Ne? Kein Multifrucht-Silo, so wie ich das brauche. Ich denke, das werden wir ersetzen. So, das ist der Hof. Nicht viel, ne? 100.000 haben wir in der Hand. Ich werde jetzt, bevor wir irgendwie was machen, erstmal das Silo ersetzen. So, dafür setzen wir das Multifrucht. So ein Silo, ne? So ein Multifrucht-Silo. Hier wie von Omatana. Das ist perfekt. Das hätte ich gerne in so groß. Also eins, wo alles reinpasst, ne? Hab mal so grob geschaut. Aber leider nichts zu meiner Zufriedenheit gefunden. Naja. So, wir haben hier in der Halle einen kleinen Case stehen. Und den John Deere und den Pickup und den Topliner. Das war's. Das ist nicht viel. Und das ist alles wieder so klein, ne? Aber dann ist das so. Dann ist das so. Was gehört denn uns? Die 9, die 70 und die 4. 9. Gehen wir uns mal die 9 angucken. Das ist hier. Gerste, erntereif, muss gepflügt werden. Boden, noch keine Daten vorhanden. Ich glaube, das mit den Bodenproben nehmen machen wir, nachdem wir abgeerntet haben. Dann haben wir die 70. Hm, Wiese. Wiese ist gut. Wiese ist Gras und aus Gras kann man Silageballen machen. Silageballen bringen Geld, Leute. Nevoir, das haben wir ja gelernt. Gut, dann machen wir das auch. Silageballen. Ach, ich habe hier bei meinen Unterstützungstools Hüpfe vierfach, Renngeschwindigkeit achtfach,
an. So. Wollen wir nochmal hier gucken, wo die 4 ist. Die 4 ist hier. Das kleine bisschen hier. Das ist auch Gerste. Also ich würde sagen... Das schreit ja geradezu, dass man das zusammenlegt, ne? So klein wie das ist. Oder man lässt die 4, wie sie ist, nachdem man sie abgeerntet hat. Bewirtschaftet sie nicht mehr. Nimmt die als Bauland. Wie sieht das auf der Karte aus? Die 4. Ja, das alles sollte man dann zusammenlegen, glaube ich, ne? Ich sehe da hinten die BGA. BGA. Genau, wir machen das mal. Wir fangen mal hier oben links in der Ecke, fangen wir mal an. So, wir haben hier eine Molkerei als Produktion draufstehen. Das war's, ne? Gehen wir hier runter. Was haben wir hier? Eine Schreinerei. Schreinerei. Wir bleiben erstmal am Rand. Hier fährt ein Zug. FSCF. Ja, was das auch immer ist. Bäckerei. FSCF. FSCF. Was ist denn FSCF? Das scheint... Eine Cereal Factory. Aha, sowas wie eine Müsli-Fabrik dann. Okay, dann haben wir das auch schon mal. Eventuell. Was haben wir noch? Hier haben wir eine Menge Sachen verteilt. Ja. Aber viele Eigenproduktionen sind hier nicht. Ach, das Sägewerk. Schau an. Wir dürfen wieder Holz fällen. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so schlimm. Und wir haben eine BGA. Das war es dann schon was. Viel mehr Produktionen sind nicht. Naja. Hier ist der Fahrzeughändler. Quasi gegenüber vom Hof. Ja. Ja, gegenüber vom Hof ist der Fahrzeughändler. Und hier nebenan. Wie kommt man da hin? War der nicht größer im... Keine Ahnung, ob der größer war im LS19, kann ich gerade nicht sagen. Turbo! So, mit Precision Farming, ja wie gesagt, das ist noch so eine Sache. Hier muss doch dann ein Übergang sein, oder... Ach, alles hinten rum. Verstehe. Ich renne mal über die Schienen. So. Was finden wir dann alles beim Rausfahren? Hier sind... Was kriegen wir hier? Fruchtart Weizen. Das kann ja irgendwie nicht stimmen, ne? So, das ist hier für Flüssigdünger. Das ist Saatgut. Das ist Mist. Hier ist die Kalkstation und gehen wir darüber. Hops. Hier, ne? Ja. Kalkstation. Ach, den Zug mieten. Alles klar. Aber wo kriege ich denn Saatgut, Mist, Flüssigdünger? Wo kriegen wir denn Mineraldünger? Mineraldünger. Hier ist ein Wasserhahn. Muss ich mir extra... Kalkstation. Kalkstation. Ja, aber ich brauche ja nicht nur Kalk. Ich brauche ja Mineraldünger auch. Kalkstation, Saatgut... Flüssigdünger. Also die setzen
Eher nicht auf Mineraldünger. Die setzen hier nur auf Flüssigdünger. Also muss ich hier doch schon gleich mein eigenes Verkaufssilo setzen, wo ich das kriege, was ich brauche. Dann ist das so. Dann setze ich das am besten an einer gut zugänglichen Stelle, wo das nicht stören kann. Das ist die Wasserentnahmestelle hier, ne? Ja, das ist ja. Ah. Das ist auch nicht das Problem mit dem Wasser. Wir haben auch keine Gewächshäuser. Na, das wird ja hier richtig. Also, ne? Das wird hier richtig spannend. Eine Mühle habe ich allerdings, jetzt fällt mir gerade ein, auch nicht gesehen. Dieses FSCF, das interessiert mich ja am meisten. Dass die Getreidemühle ist vielleicht. Nebenan ist Korn Agri. Pizzeria. Bäckerei. Wir müssen ja irgendwo Mehl herbekommen. FSCF. Was kostest du? 110.000. 110.000. Was ich noch vorhabe, um mein Projekt hier zu meinen Gunsten zu manipulieren, ist dann die Arbeitsgeschwindigkeiten mit dem Mod zu erhöhen. Dinger. Leider nein. Damit das alles ein bisschen schneller läuft. Okay. Ich habe. So. Da ist auch Autodrive. Ich habe gesagt, er soll mir mal hier dies standardmäßig auch generieren, ne? Die Strecke. Und das, ey. Das prüfe ich mir jetzt auch mal. Ich muss Differential sperren. Er scheint dann hier auch gute Arbeit gemacht zu haben. Das heißt, ich muss gar nicht so viel selber. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich muss gar nicht so viel selber an Autodrive-Sachen einfahren. Was ist das Bekleidungs? Ist klar, wenn es hier zum Hof geht, ne? Boah, dann wird das schon anstrengend. Aber das fahren wir später ein. So, ja, irgendwo müssen wir anfangen. Ich kann um die Halle hier drum rumfahren, oder? Ja. Das heißt, ich kann hier auf der Rückseite der Halle, ohne dass es jemanden stört, na, das ist hier nicht gut. Aber auf der Rückseite der Halle, ohne dass es jemanden stört, kann ich mein Einkaufssilo setzen. Ich glaube, das war unter Tools, ne? Silos. Erweiterungen, Container. Da. Universalkaufsilo. Da kriege ich alles zu kaufen. Also ich kriege es nicht geschenkt und nicht erschummelt. Ich kriege es hier wirklich zu kaufen. Saatgut, Mineraldünger. Naja, alles, was mir fehlt, muss es dann halt zum aktuellen Preis
auf der Map hier bezahlen. So. Somit vereinfache ich mir das Ganze dann ein wenig. Okay, für die erste Folge soll es das gewesen sein. Ihr wisst jetzt, was ich vorhab, und das wird spannend. Worauf ich mich natürlich freue, ist dann auch das Arbeiten mit Gülle und Gärresten auf dem Feld vielleicht zum Düngen. Das wird mir sehr gefallen, wenn das mit Precision Farming funktioniert. Meistens ist es ja so, dass es unheimlich viel kostet an Flüssigdünger, Mineraldünger, an Flüssigdünger oder an Gülle oder an Gärresten. Wo kann ich denn hier die BGA kaufen? Na? Mir muss das doch irgendwo sein. Oder? Ach, warte mal. Wohl nee. Gucken wir mal in die Produktionenliste. Die ist leer. Gut. Ja, dann muss doch hier irgendwo. Der ist ja schon mal ziemlich gut versteckt, der Kaufträger, ne? Wir wollen ja auch wissen, was die BGA kostet. Ne? Bist du nicht käuflich? Das kann doch nicht sein. BGA ist doch käuflich. Zufahrt ist hier. Gemütliche Sitzecke. Na, jetzt bin ich aber neugierig. Wo soll denn dann der Kaufträger sein? Biogas. Da muss ich das Grundstück kaufen und dann gehört die mir? Kann ja auch sein. Land 53. 1.062.000. Das kann gut sein, wa? So, naja, für heute war es das, ihr Lieben. Jetzt wisst ihr, was ich vorhab. Das wird pikant. Für mich anstrengend. Aber wie gesagt, es ist nur so ein Zwischenprojekt, ein Ding, das ich jederzeit gerne beiseite schiebe, sobald ich eine andere Map finde. Aber jetzt knuspern wir erstmal hier so ein bisschen rum. Weil Precision Farming habe ich noch nie gemacht. Wie gesagt, wir arbeiten ja auch mit saisonalem Wachstum. Hier, ne? Habe ich auch aktiviert. Muss ich mich auch erst wieder dran gewöhnen. Das wird, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Mitmachen, dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal. Und abonnieren nicht vergessen. Das ist bei YouTube völlig gratis. Ich lade euch natürlich auch herzlich ein zu unserem Discord Community Server. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich war bin und bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.